Seit Sonntagabend geht auch in Dülmen fast nichts mehr. Verschneite Straßen und Einfahrten machen ein Durchkommen so gut wie unmöglich. An den Straßenrändern türmen sich die Schneeberge. Also wir haben natürlich so viel Schnee, wie wir schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr hatten hier. Und das stellt uns hier im Münsterland natürlich vor besondere Herausforderungen, weil wir solche Schneemassen nicht gewohnt sind. Und damit umzugehen, bei uns jetzt für die Stadt läuft der Baubetriebshof auf Hochtouren mit der Unterstützung von Lohnunternehmern und auch sehr, sehr viele Landwirte, die ehrenamtlich in den Nachbarschaften, Straßen etc. freiräumen. Denn solche Schneemassen, wie gesagt, sind für uns echt ungewöhnlich. Bei anhaltender Kälte bleibt der Schnee noch lange liegen. Nachbarschaftshilfe ist angesagt. Was man mitbekommt, sind viele, die auch die Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten. Allerdings gibt es auch viele, insbesondere auch im systemrelevanten Bereich, die dann im Moment eingeschneit sind und nicht rauskommen. Und da versuchen wir natürlich, so schnell wie möglich Abhilfe zu schaffen, arbeiten im Schichtsystem und versuchen wirklich alles, was geht. Aber da müssen wir einfach auch noch ein bisschen Geduld bitten, bis dann tatsächlich alle Straßen frei sind. Wir haben jetzt keine individuellen Lösungen. Wir können nur daran appellieren, vielleicht irgendwie in der Nachbarschaft sich zusammenzutun oder zu helfen. Denn hier gibt es ja zum Glück auch noch viele, insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich, die dann über entsprechendes Gerät und Maschinen verfügen, um dann vielleicht kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Wir können wirklich nicht mehr tun, als gerade tatsächlich unterwegs. Wir sind mit über 20 Fahrzeugen im Einsatz und wie gesagt, alle Lohnunternehmen aus Dülmen haben wir angesprochen. Bis zum Wochenende hoffen die Mitarbeiter des Bauhofes, dass die Straßen ohne Behinderung weitestgehend wieder befahrbar sind.